Ja, mein Gilz. Bau mal bitte 4 Mining Druids. Die setzen wir dann hier unten hin. Damit wir mit der Plattenproduktion hinterherkommen. Ach so, und die hier können jetzt weg, richtig? Sowohl die Iron Conduits als auch die Superconductor als auch die Magnete sind ja jetzt alle unten in dem Ding drin. Das heißt, du kannst da auch endlich weg. Einer da, überall verstreut, ist das nicht toll. So, die Zahnräder haben wir unten. Können auch weg. Die Bälle haben wir unten, aber die Bearings haben wir, glaube ich, nicht. Das heißt, die bleiben erstmal da. Ja. So, wie haut's bei euch hin? Es fehlen die Superconductor. Und euch fehlt... fehlen die Magnete. Und die Magneten fehlen grüne Platten. Und die grünen Platten werden nicht hergestellt, weil nicht genug Dings da ist. Ja, das ist eine Arbeit, Jungs. Mach mal. So. Ist echt praktisch. Ich muss vorsichtig sein, dass ich es nicht zu sehr übertreibe mit dem Speedzeug und so wegen, ne, Königinnenangriff eventuell irgendwann mal. Aber sonst spart es einfach so viel Zeit. So, da kommen die ersten Mining Drills. Subkomponenten sind durch. Okay, normal. Ich hätte gerne. Hier und hier und hier und hier. Drills. Und Roboter werden eng. Ja, stimmt, da war was, ne? Mit nächsthöherer Roboterstufe? Müsste ich auch erst erforschen. Und die MK3-E-Module werden gerade gar nicht erforscht. Was fehlt euch? Module Mainboards werden gar nicht angefordert. Ah, okay, das wusste ich nicht. Fordert die mal an. 10 Stück. Jeweils da, da, da und da. Hat dich die Labore jetzt auch schon gebaut hier? Nee, ne? Nee. Bau die bitte auch mal 4 Stück zumindest. Und kopiere dann die Anlage hier. Die ist falsch aufgebaut. Ja, ist sie. Du gehörst so hin. Das heißt, du kommst weg. Und eine rote Kiste kommt hier hin. Und da tue ich dann die Modul, was auch immer, Dinger da rein. Richtig. Komisch, das ist mir gar nicht aufgefallen, das vorher. Speed, 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 speed. Speed, 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 speed. Boah, brauchen die lange, das mit 1000-facher Geschwindigkeit, 1000% Geschwindigkeit. Was 10-fache Geschwindigkeit ist. Angriff nordöstlich ist okay. So. Du bekommst... wo sind sie? Da, Module Lab. Das sollte einigermaßen helfen. Sehr schön. Also eigentlich bräuchte ich noch 4 davon. Damit auch hier überall schon mal welche sind. Kann ich dann auch schon mal beantragen. Da und da. Setzen wir später auch ein. Schön, damit ist der Forschungskomplex durch. Also sowohl normale Forschung, als auch Replicator-Forschung, als auch Modulforschung. Ist jetzt alles schön kompakt hier. So, dann gehe ich mal nach hier oben und setze mal gar keinen Replicator, weil wir keine mehr vorrätig haben. Okay. So, weil das auch grüne Platten braucht. Ja, ich könnte jetzt Replicator automatisieren. Aber wenn wir jetzt schon so ein Problem haben mit den grünen Platten und Magneten, was weiß ich, dann wird das damit noch viel, viel schlimmer. Also Erd sehe ich jetzt genug im System. 4000. Übrigens sehe ich auch schon wieder 2700 Stahl. Das ist sehr erfreuend. 9200 hin. Sehr gut.
Eisen fast gar keins mehr. Das, ja. Aber auch verständlich, wenn jetzt wieder Stahl produziert wird, so viel. Genau deswegen wollte ich die Replicator eigentlich haben. Ja, bau bitte die drei Replicator. Und verlange, also erstmal das alles wieder raus, was wir nicht wirklich brauchen. So. Das war's schon. Ja, mehr Logistikslots. Gib mir bitte Superconductor, gib mir bitte die da, gib mir bitte Magnete. Und Platten. So. Wenn mir das alles geliefert wird in einigermaßen Mengen, dann baue ich die Crafting Speed 4 Replikatoren. Setze die da oben hin und die machen dann Eisenplatten. In der Hoffnung, dass es hinhaut. So, Effektivitätsmodule 3 könnte ich theoretisch bauen. Allerdings haben wir die Effektivitäts-Logic-Boards noch nicht automatisiert. Hatte ich ja vor, habe ich noch nicht gemacht. Wo? Was? Kann ich die jetzt schon irgendwo bauen? Nee, sehe ich nicht. Wo erforsche ich die? Nein, ich will nicht wieder suchen. Effect Transmission, nein. Was zum Geier? Ich suche jetzt die nächste Stufe von den Circuit Boards, nämlich die Logic Boards. Erlaubt 2, erlaubt 3. Erlaubt sehr tolle Schilder. Das ist ja alles schön und gut, aber wo sind die? Ach so. Die Dreier haben wir erforscht. Damit wird gleichzeitig das Logic Board freigeschaltet. Ich sehe es aber nicht im Spielercraft. Ich sehe es im Spielercrafting. Ich bin nur blind. Okay. Das heißt, wir automatisieren jetzt die grünen Dinger gleich. Hatten wir ja schon einen Platzhalter dafür gemacht. Und können die dann bauen. Das heißt, jetzt erforsche ich die da. Und dann machen wir es für blau genauso, sobald die Forschung dafür durch ist. Okay. Oh, ist das schick, dass wir jetzt so schnell einen Konduit herstellen können, dass die ganzen Dinge schon bestückt sind. Und ich auch einfach mal so eben 41 davon habe. Wir mussten vor kurzem noch richtig knausern mit denen und haben uns über jede Augstation gefreut. Jetzt könnte ich mal eben so einfach drei herstellen. Schick. So, was wollte ich machen? Genau, die Replicator. Ich kann nicht gleich zu den höheren springen, weil... So, die Module Labs sollten hier unten irgendwann. Da. Rup. Ich kann nicht jetzt zu den höheren springen, weil die bräuchten Engines. Also sollte ich Engines anfordern? Nimm mal Silber weg. Normale Engines. Haben wir, glaube ich, hoffentlich noch irgendwo automatisiert. Ja, da. Zusammen mit Rohren. Die übrigens eigentlich hier auch eine rote Kiste bräuchten, weil wir hatten schon mal den Zustand, dass wir Rohre gerne gesetzt hätten, aber keine im System waren. Das war peinlich. Oh ja, sehr gut. Jetzt können wir auch gleich zu denen da gehen. Ich brauche nur mehr grüne Platten vorrätig. So. Oh. Es mangelte eher an den Superconductors. Ja, das ist ein Haken, weil die Superconductors werden jetzt alle instant, sobald sie hergestellt werden, an die Iron Conductor da weitergeleitet und zu denen gemacht. Das heißt, wir haben dann später ganz viele Iron Conductor, aber keine Superconductor. Ich mach mal hier Speed 0 rein. Was nichts bringt, weil nicht genug Magnete da sind. Das heißt, ich mach bei den Magneten das rein. Was nicht genug bringt, weil nicht genug grüne Platten da sind. Okay. Also bei den Stahlschmelzen habe ich ja überall schon Speed 0 reingetan.
hält sich. Aber den grünen muss ich jetzt wohl auch noch machen. Das heißt, gib mir die da. Speed, 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 speed. Wodurch jetzt noch schneller grüne Platten hergestellt werden. Dadurch noch schneller Magnete hergestellt werden. Dadurch noch schneller Eisen verbraucht wird. Und wir sind auf 18.000 runter. Wie hält sich Kupfer? Kupfer hält sich. Okay, dann ändere dich doch mal bitte einfach um. Kleiner Moment. Ändere dich doch mal einfach bitte um zu Eisenbahn. So. Ja, Holz. Holz wird kein Problem sein. Ihr seid Zweier Crafting Speed. Die da. Und dann die da. Habe ich schon irgendwelche von den ganz guten? Da. Ein ganz guter. Bauen wir einen ganz guten dahin. Kiste. So, Shift rechts, Shift links. Das Eisenplatten. Das ist schon fast annehmbar. Und kann auch ein Speedmodul bekommen. Ich brauche mehr Speedmodule. Die haben nur einen Slot. Das heißt, später könnte man theoretisch diese Gottmodule da reinsetzen. Abgefahren. Also der High-End-Bereich von dem Shadow Modpack, der muss sowas von abgefahren sein. Unendlich viel Energie, unendlich schnell, unendlich viele Ressourcen, Produkte und was weiß ich. Milliarden von Robotern, die mit Lichtgeschwindigkeit hin und her huschen. Ja, ja, hat was. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte meine neue Droge befriedigen. Meine Sucht befriedigen nach Speedmodulen. Oh. Fehlt irgendwas. Die grauen Dinger fehlen. Die grauen Dinger fehlen, weil Plastik fehlt. Warum fehlt Plastik, verdammt nochmal? Das ist eine Ölsache, ne? Und die Ölsache habe ich jetzt schon seit 10 Folgen oder so nicht kontrolliert. Und da fehlt Brennmaterial. Primitiv. Okay, schmeiß mal kurz das Gold raus und gib mir bitte Fuel Blocks da. Schneller. Wo sind meine Fuel Blocks? So, ganzer Schwung dahin. Bis wir das später immer mal automatisiert haben. Sollte das so eine Weile reichen. Plastik. Da ist Plastik. Plastik bekommt keine Kohle. Warum bekommt Plastik keine Kohle? Weil das alles hier in die Verarbeitung zu den Blöcken geht und nicht irgendwo ins System kommt. Okay, das ist leicht zu beheben. Wir machen einfach da eine rote Kiste hin. Nein, wir machen am Ende eine rote Kiste hin. So. Mit einem schnellen Ärmchen. Das heißt, jeder von denen hat vorher die Chance, was abzugreifen. Wenn es nicht abgegriffen wird, landet es hier in der Kiste. Und die Kiste macht jetzt auch rappelvoll mit Kohle. Gut, dadurch kommt wieder Plastik, dadurch kommen wieder die anderen Sachen. Mein Spielercrafting macht gerade gar nichts. Dann bau doch bitte mal mehr Türme. Und setz die Türme da im Osten hin, wo die Angriffe gerade recht massiv sind. Und begrün mal die Außenringe. So. Brupp. Brupp, brupp. Jo. Du Bastum. Blieb. Blieb. Früher hatten wir fast Mauern da draußen, ne? Aus Topastürmen. Ja, das ist bestimmt krass, wenn die Könige kommen. Da werde ich vorsichtig sein müssen. Oh, und hier hätte ich gerne die nächsten Topastürme, dass hier mindestens 4 oder so davon sind. Damit ich mich da auch einigermaßen sicher fühlen kann. So, den wieder abbrechen, weil der braucht wieder Zahnräder. Erhöhe die Zahnräder mal auf 200. So. Dann Akkus.
da, 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 da. Und dann denke ich mal, ist jetzt Zeit für eine kleine Käffchenpause für mich. Und wir sehen uns gleich wieder. Mit Begrünung, Automatisierung. Und ich muss unbedingt denken, genug von den Replicatern zu bauen, um mit Speedmodulen zu versehen, dass wir das Eisenproblem in den Griff bekommen. Sobald sich das einigermaßen stabilisiert hat, werde ich dann auch das hier komplett abreißen und die Schmelzöfen da komplett abreißen und das alles da in unserer Replicator-Ecke neu aufbauen, dass wirklich alle Kupfer- und Eisenplatten reduziert werden. Was Verschwendung ist, das weiß ich. Hatte ich auch am Anfang erwähnt. Aber ich finde es einfach schicker. Und wir können es uns langsam leisten. Also bis gleich.